bin hier in Moara bei Penny einkaufen. Hier ist mein Auto. Und guckt euch das mal an. Entweder hat die, ist sie tragend, oder die hat Welpen oder hatte Welpen, oder das Gesäuge ist dick. Maus, ne? Ja, du bist eine Feine. Du bist eine Feine. Und weißt du was? Du kommst jetzt mit mir. Du kommst jetzt mit dem Onkel Markus. Ist ja ganz genau. Ja, das ist natürlich genau der Moment, wo jetzt alle denken, oh mein Gott, der Rabe ist ja verrückt, der kann doch nicht so eine Hündin mitnehmen, wo sind denn die Welpen? Da denkt er ja gar nicht dran als Hufschmied, dass er auch die Welpen suchen muss. Ja, für mich ging jetzt eine Tortur los, denn ich suchte da wie ein Verrückter und dachte, in 10, 15 Minuten habe ich die gefunden. Nein, 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 nein. Stunden später suchte ich um Hilfe, Tiffany kam, die suchte mit und dann brauchten wir noch mal über eine Stunde, um die Welpen zu finden. Die waren so gut versteckt, wir sind vorher 20 Mal dran vorbeigelaufen. Ja, waren sie? Ja, ganz wunderbar. Okay. Ich hoffe, das war's drinne. Naja, ich würde jetzt hier irgendwas jaulen, ne? Ich meine, die anderen haben ja auch gequiekt. Aber guck noch mal in Ruhe durch. Ist gut, Schatz. Wir sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Alles wird gut. Drei kleine süße Racker hast du. Ja. Der Papa kümmert sich. Alles wird gut. Du brauchst keine Angst haben. Oh Gott, bist du süß und so lieb. Müsst ihr euch mal vorstellen, hier in der Straße, was hier los ist, wie die Autos fahren. Baustelle, Parkplatz, dass die Wort überlebt haben, ey. Super. So, ich bin jetzt hier bei mir in der Klinik angekommen. Da steht mein Auto, sind noch die Hunde drin. Ich warte auf Tiffany, die müsste eigentlich hinter mir sein, aber vielleicht hatte die eine rote Ampel oder so. Ja, Fram, du riechst schon, ne? Ich habe da was Neues mitgebracht. Ein paar Spielkameraden für dich, ne? Ja, aber das dauert noch. Erstmal kommen die jetzt in ISO-Haft. Nein, die kriegen jetzt eine schöne, kuschelige Pferdebox. Oh. Guck mal, wir haben ja immer auch Pferde aufzunehmen. Schöne Boxen frei. Hier sieht man schon, da wo die Türen offen sind, da ist auch was leer. Das ist auch Tiffany. Hier ist eine Box frei. Ja, ihr kriegt Gesellschaft, sagt. Ihr kriegt Gesellschaft. Pass auf, Fram. Die Situation ist folgende, Fram. Du musst jetzt hier für Ruhe und Ordnung sorgen. Ja, du bist halt feiner. Du bist halt feiner, Frami. Ja, und du bist auch fein. Du bist die Penny, ne? Und da drin ist jetzt die Mini-Penny. So, Leute, jetzt bin ich langsam beruhigt. Erstmal mussten wir die meisten Hunde hier einsperren, weil die ja natürlich auch anspringen und alle neugierig sind. Ja, ihr müsst jetzt mal drin bleiben. Das nützt alle nichts. So, wir sind angekommen. Das ist die Tiffany. Und jetzt bin ich auch langsam beruhigt. Hallo, Mäusi. Hallo, mein Mädchen. Ja. Ja, fein. Oh, ist aber auch eine Süße. Ihr wisst, an wen die mich erinnert, ne? An meine kleine Schwatter, an meine Nana. Nana sitzt zu Hause am Sofa. Also, jetzt mal zur Aufklärung. Ich habe das erste Video gedreht, habe gesehen, die hat ein dickes Gesäuge. Ich bin ja auch nicht blöd, habe dann gedacht, naja, dass es jetzt ein Milchleistentumor ist, ist unwahrscheinlicher, als dass sie Welpen hat. Daraufhin bin ich da rumgerannt, habe gefragt, habe gesucht, eine Stunde lang. Da sind mehrere Baustellen daneben und das war schwierig, das war wirklich schwierig. So, dann zurück und erzählte das Tiffany. Da haben wir hin und her überlegt und dann sind wir wieder losgefahren. Dann habe ich jetzt mit Tiffany noch mal eine Stunde gesucht, rumgefragt. Und ein paar Schulkinder waren da noch, die haben versucht uns zu helfen. Hier mit Google Translate hatten wir die um Hilfe gebeten, ganz süß, aber kein Erfolg. Aber dann haben wir es hinterher gekriegt. Irgendwann sagte Tiffany wirklich, also sowas, das glaubt kein Mensch, wo sind deine Babys, zeig uns mal. Dann lief die los und wir sind hinterher. Ja, und da sitzen sie jetzt. Drei kleine Moppel. Scheinen gesund zu sein, sind kräftig. Und wir machen jetzt heute gar nichts mehr. Die kriegen jetzt ordentliches Futter. Die sind jetzt hier unter Beobachtung. Aber es war, glaube ich, heute ganz viel Stress in diesem jungen Leben. Und wir lassen es jetzt hier gut sein. Die sind sicher. Und der Alex kommt nachher noch vorbei, guckt sich die an, die gesund sind. Erstmal bleiben die jetzt hier getrennt von den anderen. Die könnten Parvo haben oder sonst was. Aber wir sind jetzt mal guter Dinge. Ganz liebe Grüße aus Rumänien. Oh.
Ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, ich hatte heute wirklich ganz viel feuchte Augen. Ja. So, ich muss an dieser Stelle nochmal ausdrücklich erwähnen, dass ich absolut kein Herz habe, keine Emotionen und kein Mitleid. Ich habe diese Hündin und die Welpen nur aufgesammelt, weil ich ohnehin gerade noch eine Hündin mit ein paar Welpen brauchte. Das ist der einzige Sinn. Und der dürre Rüde, der damit rumrennt in dem Video, da haben wir eine Futterstelle für eingerichtet, der ist jetzt auch verseucht. Auch das haben wir nur getan, weil wir im Moment sowieso zu viel Futter haben. Absolut möchte ich nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich ein weiches Herz hätte. Ich möchte wirklich nicht meinen schlechten Ruf verlieren. Und bitte auch das so dann zu akzeptieren.